Hallo liebe Triathleten, ich möchte euch gerne zum ersten Webinar begrüßen. Dieses Webinar habe ich, Luboš Bílek, zusammen mit der Challenge Family für euch vorbereitet. Es folgen in den nächsten Wochen weitere Webinare und ich hoffe, ihr lernt dabei ein bisschen was zu eurem Training. Das heutige Thema ist die allgemeine Trainingslehre. Da kommen wir zu ein paar wichtigsten Begriffen, die ich versuche euch zu erklären. Es ist daher der Weg, den ich als Trainer mittlerweile seit mehr als 15 Jahren verfolge. Ich glaube, ich habe damit sehr viele Erfahrungen gesammelt und auch einige gute Ergebnisse erzielt. Gleich will ich aber auch sagen, dass es verschiedene Wege in der Trainingsgestaltung gibt, die zum Erfolg führen. Für mich in der Trainingsgestaltung einer von den wichtigsten Punkten ist das Prinzip der Superkompensation. Wenn wir uns das vorstellen, ich gehe davon aus, dass der menschliche Körper ein faules Wesen ist, der nicht mag, aus der Ruhe gebracht zu werden. So, bevor wir überhaupt mit dem Training starten, befindet sich die Leistungsfähigkeit hier bei 0. Dann kommt das erste Training und die Leistungsfähigkeit geht nach unten. Dann ist wichtig, dass wir dem Körper genug Zeit für die Regeneration geben, dass sich der Körper dabei erholt. Und weil der Körper Angst hat, dass wieder so etwas kommt, probiert er sich vorzubereiten und die Leistungsfähigkeit geht ein bisschen höher als der Eingangspunkt. Wenn wir danach nicht weiter trainieren, dann kommt das dazu, dass es dann halt wieder auf den Punkt 0 kommt und es da halt nichts passiert. Das wäre eine sehr lange Phase ohne Training. Wenn wir das nächste Training zu früh starten, bevor der Körper überhaupt da diesen höchsten Punkt erreicht hat, dann wird das halt wahrscheinlich so verlaufen, dass er da halt weiterhin nach unten geht. Das wäre, wenn die Intensität vom Training zu hoch ist oder wenn die Regenerationszeit zwischen den einzelnen Trainingseinheiten zu kurz ist. Der Körper bekommt nicht die Zeit für die Erholung und so kommt man langsam ins Übertraining. Wenn wir das schaffen, wenn es uns gelingt, das nächste Training hier ab diesem höchsten Punkt anzusetzen, dann geht es wieder ganz leicht nach unten, aber danach geht es wieder nach oben. Und so steigt unsere Leistungsfähigkeit, dass wir halt immer besser werden. Ich sage immer sehr gerne, meine Athleten, die Erholung macht den Meister. Aber die Erholung muss man auch verdienen. Das heißt, wenn wir zwar trainieren, aber nur ab und zu, einmal in 2 Wochen, einmal in 3 Wochen gehen wir laufen oder Radfahren, dann ist es zu wenig vom Impuls für den Körper und wir stagnieren bei dieser Achse, die sich bei 0 befindet. Wenn wir versuchen, da hart zu trainieren oder dann hart geben dem Körper wenig Zeit für die Erholung, dann kommt es dazu, dass die Leistungsfähigkeit da halt sinkt. Das hier wäre aber eine Möglichkeit, wenn wir ins Trainingslager gehen oder einen harten Trainingsblock anzusetzen. Das ist dann halt, dass die Inputs zu kurz hintereinander kommen, die Leistungsfähigkeit auch, kennt ihr alle vom Trainingslager, die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und danach ist wichtig, wenn das Trainingslager dann halt zu Ende ist, dass wir, sagen wir mal da halt hier, dem Körper für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen genug Zeit für Regeneration geben. Meine Empfehlung ist immer, wenn das Trainingslager 1 Woche dauert, dass wir danach eine Entlastungswoche haben. Wenn aber das Trainingslager 2 Wochen dauert, danach 2 Wochen. Es ist so, dass man in den 2 Wochen weiterhin trainiert. Es ist nicht, dass man 2 Wochen die Beine hochlegt. Man versucht aber die Intensität rauszunehmen. Und man geht auch mit dem Trainingsumfang da halt ein bisschen drunter, was man normalerweise zu Hause vor dem Trainingslager trainiert hat. Wenn hier der Körper richtig viel Erholung bekommt, was passiert danach? Dann geht die Kurve hier schön nach oben und wer am Ende vom Camp mit genug Erholung, oder nicht im Camp, sondern nach dem Camp mit genug Erholung, können wir dann richtig große Fortschritte in der Leistungsfähigkeit dann halt erreichen. Wie können wir das dann halt alleine machen? Ja, wir müssen da halt irgendwie erkennen, wann setze ich das nächste Training an.
weil das ist eigentlich die größte Kunst, das nächste Training auf dem höchsten Punkt anzusetzen. Als ganz gute Empfehlung funktioniert wahrscheinlich für viele von euch bekannte 3-1-2-1, wo man versucht, dann halt 3 Tage zu trainieren, einen Entlastungstag, 2 Tage zu trainieren und einen Entlastungstag. Das wäre so, wir machen ein bisschen anders. Und zwar, hier wäre der Montag mit einer kleinen Trainingseinheit oder mit einem kompletten Ruhetag. Danach geht es weiter. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Das sind da halt ganz normale Trainingstage, wo da halt Umfang trainiert werden kann oder wo da halt auch die Intensität kommen kann. Danach kommt Freitag wieder als Entlastungstag und dann am Wochenende, weil wir eigentlich fast alle unter der Woche viel arbeiten und am Wochenende meistens Zeit haben, sind die Wochenenden dazu geeignet, dann halt lange Trainingseinheiten zu absolvieren. Und dann machen wir da halt am Wochenende wieder gutes Training, egal ob es Umfang oder Intensität ist. Das macht ihr da halt von eurem Trainingsplan oder von euren Saisonhöhepunkten, von der Planung abhängig. Und so seht ihr, wir haben hier einen Entlastungstag, 3 Belastungstage, 1 Entlastungstag und wieder 2 Belastungstage. Und hier nach den 2 Belastungstagen sind wir da halt wieder müde und gehen hier wieder zurück auf den Montag, auf den Entlastungstag. Ich habe für mich noch 2 Begriffe eingeführt und das ist der Entlastungstag und der Ruhetag. Am Ruhetag wird überhaupt nichts trainiert und am Entlastungstag, da kommt eine ruhige GH1-Einheit, ob es Schwimmen ist oder Radfahren oder Laufen. Wichtig ist, dass da keine Intensität ist und dass das Training richtig dann halt zur Erholung kommt. Wie können wir dann halt feststellen, wo unsere Trainingsbereiche oder Trainingsintensitäten liegen? Ich empfehle allen meinen Athleten, dass die 2 bis 3 Mal im Jahr eine Leistungsdiagnostik machen. Einmal davon mit Belastungs-EKG, dass wir wissen, wir sind dann halt gesund und können Sport treiben. Die weiteren 1 oder 2 Leistungsdiagnostiken, die dienen dann halt um das Festlegen von den Intensitäten, egal ob es dann halt mit Wattzahlen gestört wird oder mit Geschwindigkeit oder mit den Pulsbereichen. Die Leistungsdiagnostik liefert uns dann halt verschiedene Werte. Ja, es sind mehrere Untersuchungsstellen. Bei jeder Untersuchungsstelle bekommt ihr dann halt verschiedene Begriffe. Ich habe das jetzt versucht, ein bisschen so allgemein zu gestalten und habe dann halt die Bereiche so gewählt, dass wir dann halt den regenerativen Bereich haben. Das Training ist gekennzeichnet durch eine niedrige Intensität mit individuell hohem aktiven Fettstoffwechsel. Und das Training dient zur Erholung nach harten Trainingseinheiten oder nach den Wettkämpfen. Danach Trainingsbereich 1 kann man da halt auch nennen als Grundlagenausdauer 1. Ist Training mit niedriger Intensität, dient zur Verbesserung der aeroben Energiefettstoffwechsels und die individuelle Fettstoffverbrennung ist in diesem Bereich auf dem höchsten dann halt Level. Trainingsbereich 2, das ist dann halt das Aufbautraining. Das intensive Grundlagentraining mit höherer Intensität und das dient zur Verbesserung der aeroben Leistungsfähigkeit und der Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems. Es folgt der Übergang zur intensiven Kohlenhydratverbrennung. Und als Trainingsbereich 3 habe ich dann halt den Wettkampf- und Spitzenbereich gesetzt und in diesem sehr intensiven Trainingsbereich erfolgt der Übergang zur anaeroben Energiebereitstellung und hier in diesen Bereichen findet das Intervall- oder Tempotraining statt. Für einen guten Trainingsaufbau ist es wichtig, dass wir in jedem Trainingsbereich trainieren. Prinzipiell muss man aber sagen, dass der größte Teil vom Training im GH1 stattfinden soll. Jetzt komme ich zum sogenannten Trainingshaus oder zur Vorstellung, dass man das halt besser versteht, wäre das dann halt eine Pyramide. Und zwar, wir versuchen mit einer breiten Basis ein hohes Haus oder eine hohe Pyramide zu bauen. Kann man schon generell sagen, je größer das Grundstein ist,
desto höher können wir danach das Haus bauen. Und hier ganz, ganz oben ist da halt unsere Leistungsfähigkeit, die wir im Wettkampf bringen können. Wenn wir das da halt einteilen, können wir das halt hier in so drei Etagen setzen. Und hier unten wäre Trainingsbereich 1, Trainingsbereich 2 und der Trainingsbereich 3. Ja, wir dann tatsächlich sehen, je größer hier unten die Grundlage ist, umso höher kann man das Haus bauen. Es ist dann halt auch so, wenn wir eine gute Basis geschaut haben und uns danach verletzen oder krank werden, können wir immer auf einem guten Grundstein das halt weiter aufbauen. Ja. Wenn wir uns das halt anders vorstellen, und zwar wir hätten hier nur eine kleine Grundlage, danach können wir prinzipiell nur eine kleine Pyramide, nur ein kleines Haus bauen. Es ist da halt auch die Möglichkeit, mit kleiner Grundlage ein hohes Haus, eine hohe Pyramide zu bauen. Aber das ist mit der Gefahr verbunden, dass wir uns wahrscheinlich früher verletzen oder dass wir dann halt krank werden. Und dieses Haus ist dann halt nicht so stabil und kann, wenn etwas passiert, wenn wir krank werden oder verletzt werden, gibt es da halt um und wir haben keine gute Basis, wo wir das halt alles wieder aufbauen können. Deswegen ist aus meiner Sicht dieser Weg mit einer sehr, sehr breiten Basis definitiv da der sicherste Weg. Wir sprechen hier heute dann halt auch hauptsächlich über das Training von den Hobbyathleten. Es ist dann halt nicht der richtige Spitzenbereich, wo es dann halt um den Sieg in Hawaii geht. Da ist es dann halt schon anders gestartet, sehr, sehr individuell. Das hier ist dann halt die Basis, mit der aus meiner Sicht kein Age-Group-Athlet irgendeinen Fehler macht. Ich denke, wenn wir alle diese Punkte da halt beachten, wie ich da halt am Anfang gesagt habe, wenn wir dem Körper genug Zeit zwischen den Trainingseinheiten geben, wenn die Superkompensation gut verlaufen kann, wenn wir die Leistungsdiagnostik machen und immer die Werte, die richtigen Werte für das Training bekommen und dann darauf achten, dass wir viel im Grundlagenbereich trainieren. Selbstverständlich müssen wir da halt auch intensiv im Training arbeiten. Es ist so, wenn wir im Wettkampf schnell laufen wollen, müssen wir da halt auch im Training schnell trainieren. Aber es darf nicht sein, dass wir da halt zu viel zu hart trainieren, weil der Körper danach nicht verkraftet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt dabei ein bisschen was gelernt. Ihr habt wahrscheinlich auch vieles davon schon früher gewusst. Dann hat es nachher zur Wiederholung da halt gereicht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag.